Das eine seht ihr zwar nicht, aber egal. Ich weiß für mich, dass es da ist. Willkommen in der Gilde der Druiden. Du möchtest die Geheimnisse der animistischen Magie erlernen? Erfahre, wie du dir die Macht der Natur und ihrer Energien zu nutzen machst? Wie du die Elemente Erde, Wind und Wasser manipulierst, Kameraden heilst und auch segnest? Dann bist du bei uns genau richtig. Tritt der Druidengilde bei, damit wir uns unser Wissen an dich weitergeben können. Diese Antwort gefällt mir, denn möchte ich dir zunächst einmal ein paar grundlegende Dinge über uns Druiden erzählen. Wir studieren die Natur und ihre Funktionsweise. Du musst wissen, dass alles Leben von ätherischer Energie durchflossen wird. Schon in grauer Vorzeit beschäftigten sich einige Magier damit, wie man sich diese Energien zunutze machen kann. Ihre Erkenntnisse flossen in das ein, was sich über Jahrhunderte in Gredania zur Animismus genannten Magie der Druiden entwickelte. Vor etwa 550 Jahren sah das Leben hier im Wald der Einkehr noch ganz anders aus. Damals passte die Bezeichnung der Fremden noch genau, die unseren Wald Finsterwald nennen. Denn zu dieser Zeit wurde unsere Anwesenheit von den Gebietern des Waldes nicht akzeptiert. Damals lebten die Leute verborgen in der unterirdischen Stadt Gilmorra. Unsere Vorfahren haben versucht, das Verständnis der Gebieter für ihre Anwesenheit im Wald zu erlangen. Dazu mussten sie jedoch einen Weg finden, mit den Naturgeistern des Waldes, die nur als ätherische Wesen existieren, zu kommunizieren. Um Kontakt aufzunehmen, probierten sie alles Mögliche. Bis ihnen schließlich nach ungefähr 50 Jahren mit Hilfe der animistischen Magie erste Gespräche mit den Gebietern gelangen. Daraufhin wurde ihnen die Besiedlung des Waldes gestattet und man begann mit dem Bau der Waldstadt Gredania. Die Druiden, als einzige dazu in der Lage, die Stimme der Gebieter zu vernehmen, übernahmen wichtige Beraterfunktionen in allen Institutionen der Stadt. Die erfahrensten unter den Druiden werden Seher genannt. Und der von ihnen gegründete Rat der Seher entscheidet in Absprache mit den Gebietern des Waldes über die Geschicke der Stadt. Die obersten Entscheidungsgewalt liegt dabei bei den Saatsehern. Wie du siehst, spielt unsere Gilde eine wichtige Rolle in der Geschichte Gredanias. Wenn du dich mit unserer Magie ernsthaft beschäftigen willst, empfehle ich dir auf jeden Fall, unserer Gilde beizutreten. Was dazu an Formalität notwendig ist, erfährst du von mir. Sprich mich einfach darauf an. Und? Hast du den Entschluss gefasst, der Druidengilde beizutreten? Ja. Verstanden. Dann möchte ich dir gerne Isumiyan, den Leiter unserer Gilde, vorstellen. Er ist der Oberste der Seher und der erfahrenste unter uns Druiden, die mit den Gebietern des Waldes Rat halten und die Geschicke Gredanias lenken. Ich werde ihm deinen Entschluss mitteilen. Triff dich im hinteren Teil der Rotte mit ihm. Ich muss dich jedoch darum bitten, innerhalb unserer Unterkunft die Stimme nicht zu sehr zu erheben. Du könntest dadurch meditierende Druiden um ihre Ruhe bringen. Ja, mal gucken. Brauche noch einen besseren Bogen, der da noch leuchtet und so. Muss ich aber nochmal die Final Fantasy Profis fragen, wie das nochmal alles vonstatten ging. Auf jeden Fall die Reliktwaffe und sobald wir dann ja die Prima-E an Sync laufen können oder Sync laufen können, besser gesagt. Eine Abenteurerin. Ich bin sehr erfreut, dass sich die 12 zu uns gelettet haben. Mein Name ist Isumiyan und ich versuche, die Gilde zu leiten, so gut ich kann. Du bist zu uns gekommen, um dein Wissen als Druide zu vertiefen? Dann würde ich sogleich damit beginnen, dir etwas über unser Tun zu erzählen. Wir Druiden praktizieren animistische Magie. Wir leihen uns die Kräfte der Natur, um die Umgebung unserem Willen entsprechend zu verändern. Unsere Zauber können sowohl heilen als auch Schutz verleihen. Sie können aber auch zerstörerische Kräfte entfesseln. All unsere Zauber funktionieren jedoch nach ein und demselben Prinzip. Druiden erlernen bei uns zuallererst, ihr Umfeld zu verstehen. Wer begriffen hat, welche Kräfte der ihn umgebenden Natur innewohnen, der vermag auch, sich diese zu Nutzen zu machen. Wir bedienen uns dabei der Macht der Elemente Erde, Wind und Wasser. Aus diesen Elementen lassen sich mit ausreichendem Training magische Geschosse formen, mit denen man sich seiner Feinde erwehren kann. Wenn du lange genug bei uns bleibst, wirst du nicht nur das Heilen von Wunden, sondern auch von Flüchen, Vergiftungen und Krankheiten erlernen. Irgendwann wirst du sogar zu Boden gegangene Kameraden auf die Beine helfen. Druiden darfst du dir nicht als bloße Heiler oder Zerstörer vorstellen.
Wir unterstützen unsere Verbündeten mit Hilfe unserer Magie auf unterschiedlichste Art und Weise. Nun schaust du mich an wie alle Abenteurer vor dir, mit denen ich dieses Gespräch geführt habe. Sorge dich nicht, du hast viel Zeit, um meine Worte verstehen zu lernen. Sei dir nur darüber im Klaren, dass die Kraft der Natur nicht dir alleine zusteht. Wenn du dir die Kraft der Natur zunutze machst, dann tue es für das Allgemeinwohl und nicht nur für dich selbst. Versprich mir, dass du als Mitglied unserer Gilde auf die Natur hören und niemals deine Pflichten und auch nicht die und auch nicht dein Training vernachlässigen wirst. Ja. Alter, labern die viel. Eine weise Entscheidung. Huch. Ich, Esumian, heiße dich, Eldaria, hiermit herzlich als Mitglied in der Druidengilde willkommen. Wenn du so freundlich wärst, mir dein Bestiarium zu leihen, dann werde ich die Namen der Kreaturen dann vermerken, die eine geeignete Herausforderung für Druiden darstellen. Und zur Feier dieses bedeutsamen Anlasses überreiche ich dir diesen Stock. Er mag ein wenig alt und verwittert sein, aber er wird dir auf deinen ersten Schritten als Druiden gute Dienste leisten. Lege diesen Stock bitte als Ausrüstung an, denn nur mit einer Druidenwaffe in deiner Hand kannst du animistische Magie wirken. Sprich mir noch einmal an, wenn du soweit bist. Nun hör gut zu, da ich dir deinen ersten Auftrag als Druidin der Grotte der versunkenen Gedanken zuweisen werde. Yay! So. Eine andere Waffe. Oh je. Ich hätte aber gerne. Ich hätte aber gerne das hier. Dann das. Nummer ändern. Druide. Da einmal reinziehen. Da kommen halt nur die wichtigsten Sachen rein. Das sei schon mal dazu gesagt. Und da sind wir wieder ganz neu und jung und, ne, in unserer Anfängerausrüstung. Du hast deine Druidenwaffe angelegt und ich finde, sie steht dir ausgesprochen gut. Dann scheinst du mir vollkommen bereit, dafür zu sein, die erste Aufgabe von mir erteilt zu bekommen. Außerhalb der schützenden Stadtmauern gibt es Marienkäfer, Baumhörnchen und Forstfungi. Ich möchte, dass du jeweils drei von ihnen bezwingst. Diese harmlos aussehenden Wesen schädigen die Bäume und verhindern, dass sich der Wald von den Schäden der siebten Katastrophe erholen kann. Atme tief ein, wenn du im Wald bist, und öffne deine Augen für das Unsichtbare. Spüre die schier unerschöpfliche Lebensenergie, die uns überall umgibt. Mithilfe dieser Energie wirst du deine Zauber wirken und den Bestand der Monster auf eine für den Wald annehmbare Zahl verringern können. Geh nun und erfülle deine Pflicht als Mitglied der Druidengilde. Ja, nach 3 Stunden Begrüßung dürfen wir jetzt auch endlich. So. Das kann weg, das kann weg, das kann weg und das kann weg. Jetzt haben wir wieder eine leere Leiste. So. Dann hole ich mir jetzt aber noch den Gärtner. Das war am Ende immer der Gärtner. Ich glaube, ich kann mich aber zu der Dinges porten, ne? Gärtner geht da. Dann werden die Quests hier in dem Gebiet auch erstmal weniger, ne? Sei dazu gesagt, es wird dann auch hier weniger. Ich würde das zwar am liebsten machen mit denen, wenn wir ins Diadem können. Problem dabei, es geht jetzt ab Heavensward. Und so lange will ich nicht warten. Ich glaube, es geht sogar erst nach... Nee, jetzt nach Heavensward oder während Heavensward? Ich weiß es nicht. Es dauert auf jeden Fall so Ewigkeiten. Von daher habe ich keine Wahl. Sonst dauert es nämlich mit den Craftern auch noch so lange. Hallo Schwester, willkommen in der Gärtnergilde. Sag bloß, du wirst Gärtnerin werden. So, dann musst du zuerst deine Ausbildung bei uns machen. Hast du die nächsten Monde irgendetwas vor?
Denk nur nicht, du könntest dir alles selbst beibringen. Ich stelle dir gleich Fufuta vor. Sie ist die Gildenmeisterin und erfahrenste Botanikerin weit und breit. Bitte sag, dass du nicht auch wieder so eine ellenlange Geschichte für mich hast. Recht so. Oh, wo war ich denn stehen geblieben? Egal, ich lese einfach nochmal. Recht so. Das ist die richtige Einstellung. Lass mich dir nur kurz unsere Geschichte erzählen, bevor du dich ins Unterholz stürzt. Unser Gilde ist alt. Sehr alt. Schon vor 500 Jahren. Was wurde eigentlich nicht vor 500 Jahren gegründet? Als unser Stadtstaat gerade erst im Entstehen begriffen war, gab es eine Vorläuferorganisation. Und aus dieser Zeit stammen auch unsere Grundsätze. Die Gaben des Waldes dankbar empfangen und die Stimmen der allgegenwärtigen Gebieter hören. Aha, da runzelst du die Stirn. Tja, wer die Gebieter noch nicht selbst gehört hat, ist natürlich skeptisch. Ich habe da einen Beweis für die Existenz der Gebiete ausgearbeitet und der geht so. Ach, wie dem auch sei. Jedenfalls ist der Wald nicht unser Eigentum, sondern wir mussten die Gebiete anflehen, damit sie uns in ihrem Reich dulden. Nur die Druiden können mit den Gebietern sprechen. Doch gerade die Gärtner müssen ihren Willen kennen, weil sie ja direkt die Gaben des Waldes nutzen. Deswegen haben wir die Gärtnergilde ins Leben gerufen. Auch heute hat die Gilde noch diese Aufgabe, die Worte der Gebiete an die Waldarbeiter weiterzugeben, besonders an unwissende Abenteurer-Neulinge, die keine Ahnung haben, wie man richtig und sicher Rohstoffe sammelt. Fertig, das war unsere Geschichte in Kurzfassung. Und jetzt zu dir, Abenteurerin. Ich frage nicht, wie du es mit der Religion hältst, aber eine Regel musst du befolgen. Begegne der Natur mit Respekt. Falls du es ernst meinst mit deiner Ausbildung als Gärtnerin, sollst du mit der Meisterin sprechen. Warte kurz, ich sehe mal, ob deinem Eintritt auch nichts im Wege steht. Vertritt dir mal ein bisschen die Füße und melde dich dann bei mir. Du hast dich ja wirklich wieder gemeldet. Jetzt bin ich aber überrascht. Du willst also Gärtnerin werden. Mhm. Hervorragend, dann musst du zuerst mit Fufuta sprechen. Ohne ihre Erlaubnis darf ich dich nicht ins Genregister einschreiben. Niemand ist geschickter und findiger als sie. Eine bessere Lehrmeisterin wirst du nirgendwo finden. Da kannst du dir sicher sein. Die Meisterin ist gerade rausgegangen, aber sie ist sicher noch in der Nähe. Sag ihr, dass du dich für die Gärtnerarbeit interessierst. So ein Ohr, genau. So ein Haar. Well. Egal. Passt schon. Hallo Abenteurerin. Ja, ich bin Fufuta. Gärtnerin willst du werden? Schön. Aber ich hoffe, dass du dabei nicht nur an duftende Wiesen, sondern durchflutete Waldlichtungen denkst. Was auch immer, hat dir sicher das Wichtigste erklärt. Aber lass dir eins noch gesagt sein, das Gärtnerhandwerk ist kein leichtes. Von allen Gridanien stehen wir der Natur am nächsten. Und daher kommt unsere Aufgabe, die natürliche Umgebung zu hegen, sie nutzbar zu machen und mit und in ihr zu leben. Aber damit du unsere Arbeit nicht missverstehst, die Natur ist kein friedvoller Hintergrund, der uns liebevoll umfängt. Das ist nur eine Seite. Ja, sogar der Ausnahmefall. Die Natur ist oft bedrohlich und schwer zu bändigen. Und sie nimmt Leben genauso, wie sie Leben spendet. Wir müssen auch dieser Seite gegenübertreten und die Natur so nehmen, wie sie eben ist. Auch wenn es uns nicht in den Kram passt. Bist du stark genug dafür? Gut, ich sehe, dass du verstehst, worum es bei uns geht. Dann heiße ich dich in der Gärtnergilde willkommen. Ich überlasse dir einen Handball, damit du gleich anfangen kannst. Es ist schon etwas verschlissen, aber man kann doch ohne Probleme damit arbeiten. Mit der Zeit werden deine Arme ganz von selbst stärker werden. Leg das Ball gleich mal an, dann erkläre ich dir deine Ausbildung genauer. Und das nächste. So. Gärtner. Ende, was immer, der Gärtner. Das sieht ja schon sehr professionell aus mit dem Handball. Denk dran, dieses Werkzeug ist das Herz und die Seele des Gärtners. Du musst gut
Du musst es gut pflegen und Acht geben, nicht auf felsigen Boden zu hacken. Da bricht dir Schneide aus und du schleifst ewig, bis du wieder arbeiten kannst. Aber jetzt zu deiner Aufgabe. Du sollst mir heute 10 Töpfe Latex besorgen, dabei die Grundlagen des Bäumefällens lernen. Geeignete Bäume findest du schon unweit der Stadt, aber du musst zu unterscheiden lernen, wo du welche Rohstoffe sammeln kannst. Für Latex gehst du am besten durch die Blaudachspforte oder die Gelbschlangenpforte und suchst dort in der Gegend nach nutzbaren Bäumen. Dann kommt dein neues Handbeil zum Einsatz. Viel Erfolg! Als Gärtner kannst du Gegenstände erhalten, indem du als Nutzbäume gezielt sind nach bestimmten Rohstoffen suchst. Ja, ja. Bei den Nutzbäumen kannst du dann wählen und zu dem Rohstoff suchen. Okay. Jo. Was ich aber hier haben will, ist das Sammlernotizbuch. Das kommt ganz oben da in die Ecke. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Du entdeckst Nutzbäume. Das kommt direkt dahin. Wobei, das war eigentlich dumm, was ich gerade gemacht habe. Egal. So. Jetzt haben wir jeweils die nächsten zwei Klassen. Oh, und der Spuk kann losgehen. Jetzt kann der Spuk tatsächlich losgehen. Achso, hier oben habe ich es ja. Schlossen hat kritische Treffer. Okay. Die Emotes, das kann einmal weg. Senior Kaktor kann damit hin. Das kann damit rein. So. Oh, okay. Entschuldigung. Haben wir beide den gleichen angegriffen. So, ich kriege jetzt gleich einfach so viele Sachen. Kann ich jetzt erstmal ein bisschen was hier erledigen. So, der Wind kann schon mal dahin. Denn ich mache jetzt erstmal wieder Stufe 10 durch mit Bestiarium. So. Stufe 4. Hi. So viele Leute hier gerade, das ist unheimlich. So, das hätten wir hier zu erstmal. Jetzt hier. Latex sollten wir sammeln, ne? Hier.
Ruf des Waldes. Du entdeckst den am nächsten gelegenen Nutzbaum. Es kann einen darüber. 4 von 10 Latex haben wir. Vier. Meister der Felder. Das kann echt lustig werden. So, hier mal hier am besten auch schon bis Stufe 10. Du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, bei Sammelarbeiten Gegenstände zu finden um 5%. Womöglich bei Anfangswahrscheinlichkeit über 0. Okay. Also Ahornholzscheite kann ich bestimmt relativ viel sammeln. Stufe 7. Das Gute ist, dadurch kann ich noch ein paar Stadtteile holen. Ich habe jetzt eine Möglichkeit, mehr noch an Stadtteile zu kommen. Dafür suche ich mir am besten Sachen, die ich noch nicht habe. Gleich. Ja, dann kann ich nämlich direkt zwei Aufträge hintereinander machen. Machen wir mal Eisscherben. Kann man hier an sich nicht genug von haben. So, wunderbar. Dann einmal auf Druide. Druide hat noch ein bisschen bis zu Level 4, Level 10. Ich meine, die Anfangslevel gehen halt mega schnell, ne? Beste Exagon, Mistflingschwarm, Stechmücken. Was extra kommt. So, wie gesagt, den Druiden will ich jetzt so schnell wie es geht auf Level 15 kriegen. Kann ich mit dem die ersten Inis machen. Beziehungsweise die Stufensteigerung. Also eigentlich mit 16 kriegen. 10 Level noch. Dann können wir die erste Stufensteigerung machen und wir können halt die ganzen Nebenquests mal machen. Also alles in Gridania natürlich. In den anderen Gebieten machen wir es dann mit den anderen
davon von den jeweiligen. Also wie gesagt, wir haben noch viel vor. Heute ist es sogar echt mal produktiv. Muss ich tatsächlich mal sagen. Wir sind echt produktiv dabei heute. So, Gillengeheiz muss ich auf jeden Fall noch abschließen. Bis 30 werde ich bestimmt heute nicht mehr kommen. Jetzt muss ich irgendwie auch machen. Schreibbrief muss ich irgendwie machen. Handwerker, Sammler. 100 Mal als Minenarbeiter oder Gärtner. Okay. Staatliche Gesellschaft. Das ist ja nur noch was morgen. Nächstlieferung, Gehilfen, Kinderfolge. Ja, das dauert alles noch. Jo, Stechmückis. Nicht das? Nee. Einer noch. Gewacht! Schlaf. Kann direkt weg. Mikroschuss. Ich brauche auch noch. Wer hat meine Nummer 9? Nummer 9. Man kann es halt echt fix hinkriegen, ne? Ich kann auch einmal kurz. So, dann kriegen wir sogar noch mehr Erfahrung. Ich hätte halt eigentlich gerne. Mein Gen-Kommandos kann ich ja eh noch nicht nutzen, aber. Ich würde halt gerne meine Veröffentlichung für so. Oh, das ist halt einfach mehr. Ist halt einfach mehr. Man könnte halt auch suchen. Aber ich hasse es, Leute halt einfach so einzuladen. Ist halt. Ist halt nicht mein Stil. Ich gehöre selber zu den Menschen, die das nicht abkann. Level 9! Hat irgendwas? Ja. Gut. Mistfliegen. Wird glaube ich nicht reichen.
Knochen und gehst du nochmal. So kurz davor. Okay, dann einmal Nordwald. Da gibt es nämlich auch noch Viecher. Diese Richtung. Gut, sobald wir Level 10 haben, gibt es die nächste Pipi-Pause. Ist ja nur noch nicht mal mehr ein Viertel. Das sind vielleicht 5%. Ah, 10. Schattenmilben, da sind sie. Jede Menge. Ich wollte gerade sagen. Warum geht's nicht? Eine Schattenwebe. Die reicht schon zur Stufe 10. Hallo Iron. Na, Feierabend. Wie war dein Tag? So. Jetzt kann ich das einmal dahin, das dahin, das dahin, das dahin. Alles geordnet. War okay. Das freut mich. Das freut mich. Hast doch nicht so viel verpasst. Huch. So. Dann kann ich einmal ganz kurz Pipi-Pause machen. Ganz, ganz kurz. Und gleichzeitig frisch ist auch gute Nacht sagen. Und dann können wir gleich versuchen, den Druiden weiter auf Stufe 16 zu bringen. Oh, er braucht jetzt Stufe 16, ne? Ja. Und ja, dann mal gucken. Das muss ja irgendwie vorankommen. Bis gleich.